So, Leute, willkommen zurück zu Undertale. Und bevor ich anfange, möchte ich mich erstmal bei euch ein bisschen entschuldigen. Denn mir ist aufgefallen beim Rendern der letzten Parts, dass ich gewisse Dinge, gewisse Bezüge teilweise während der Aufnahme nicht ganz herstellen kann. Zum Beispiel im letzten Part, das mit Toriel am Ende, das ist mir während der Aufnahme zum Beispiel überhaupt 0% in den Sinn gekommen. Das ist mir wirklich überhaupt nicht aufgefallen. Und das liegt einfach daran, dass man während der Aufnahme, komischerweise, ich für meinen Teil zumindest, nicht ganz aufmerksam bin. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Ich passe schon auf, keine Frage. Ich schaue jetzt nicht irgendwie aus dem Fenster, während ich spiele oder sowas. Aber ich sehe beim Rendern natürlich, wie auch beim Zuschauen, das ist ganz normales Phänomen, denke ich mal, da sehe ich einfach mehr. Und deswegen macht euch keine Sorgen, falls ich irgendwas übersehe oder sowas. Beim Rendern sehe ich das meiste dann und ich nehme es dann auch zur Kenntnis. Ja, deswegen, jetzt bevor ich anfange, möchte ich ein paar Sachen sagen, die mir so ein bisschen eingefallen sind, während dem Rendern, während dem Anschauen der älteren Parts. Zum einen, ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass Dr. Elphys Metaton steuert. Zumindest, dass sie die Kontrolle über ihn hat. Also, ich glaube, Metaton ist ja sozusagen, ich glaube, Metaton ist so ihre Art, quasi aus sich herauszukommen, im Rampenlicht zu stehen. Ich meine, sie ist ja so ein zurückgezogener Weeaboo oder sowas. Und Metaton ist ja, schaut euch Metaton an, das ist ein Star, ein Superstar, der ist prominent, der ist beliebt, also hat hier Restaurant, Business, Geschäfte, alles mögliche. Der ist quasi ein Superstar und sie ist quasi immer so im Schatten zurückgezogen und sozial natürlich eher schwach. Und ich glaube, Metaton ist so ihre Art, so ein bisschen an die Öffentlichkeit zu gehen und zu zeigen, was sie oder halt Metaton wirklich kann. Und falls dem nicht so ist, dann glaube ich immer noch, dass sie letzten Endes doch die Kontrolle über ihn hat, also sozusagen ihn stoppen könnte, wenn er uns zu gefährlich werden würde. Ich glaube halt, dass sie ihn steuert, weil sie quasi uns imponieren möchte, entweder indem sie uns immer rettet, ganz zufällig natürlich, mit den Funktionen, die sie ganz zufällig uns installiert hat und die genau auf die Rätsel von Metaton passen. Also ich bin mir da ziemlich sicher, dass da gewisse Kontrolle in Metaton von Dr. Elphys vorhanden ist. Ja, hätte man schöner sagen können, habe ich es nicht geschafft. Es tut mir schrecklich leid. Okay, wir kommen wieder hier raus. Vielleicht sollte ich was zu fressen kaufen. Ich sollte definitiv was zu fressen kaufen. Und was mache ich mit der Pfanne eigentlich? Benutzen. Was hatte ich denn bis jetzt? Ach, das Buch, genau. Ne, dann würde ich mir das Buch behalten. Bin ich länger unverwundbar. Und die Pfanne lagere ich mal. Ja, wollte ich sonst noch was sagen? Mit Sans habe ich mich ja im letzten Part schon ein bisschen geäußert. Da glaube ich immer noch, dass was Großes auf uns zukommt. Oder was mehr oder weniger Großes. Irgendwas zumindest. Aber sonst, glaube ich, war es das dann auch. Ich glaube, er könnte es gewesen sein, was auch immer, diese Spinnenlady vor uns gewarnt hat oder ihr aufgetragen hat, uns zu killen. Wobei ich nicht ganz dann verstehe, warum Sans uns nicht einfach selbst killt. Also ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn er uns wirklich einfach töten wollen würde, es schon längst hätte machen können. Und deswegen, das ist so ziemlich das Einzige, was mich noch an der Theorie ein bisschen zurückhält. In Zaum hält, quasi, ja. Aber ja, so viel dazu. Ich will das noch nicht weiter ausbauen. Ich glaube jedenfalls mit Sans, irgendwas steckt da noch im Geheimen. Mehr will ich jetzt mal nicht vermuten. Und mit Dr. Elphys bin ich mir ziemlich sicher, dass Metaton von ihr gesteuert wird. Sonst würde er uns schon längst gekillt haben. Ziemlich sicher. Okay, was seid ihr für Gestalten? Du bist die hässlichste Katze, die ich jemals sehen musste. Entschuldige dich sofort. Dieser Aufzug führt direkt in die Hauptstadt, aber er ist ausgefallen. Das Hotel gibt sein Bestes, alle unterzubringen, die hier festhängen. Cool. Metaton hat alles im Griff, wie es aussieht. Ja, ich werde heute nicht zu Hause sein. Ich denke, in meinem Schatzwort liegt auch kalte Pizza zum Aufwärmen. Ja. Ein fürsorglicher Vater. Also ein Schleim, bin ich empört. Du bist also ein Schleim. Du bist anscheinend Sir Schleim. Mit einer sirigen Fliege. Ja. Was Sir, da bist du? Du bist der hässlichste Portier, den ich jemals gesehen habe. Ja,
wir wissen. Ihr wisst, was wisst ihr? Ihr wisst alles? Okay, ihr wisst einfach. Alles klar, okay, gut. Zu wissen ist zu gewinnen. Winning, quasi. Wissen ist winning. Der Aufzug in die Stadt funktioniert nicht. Ja, ganz recht. Und wackel nicht so mit deinem Finger, das macht mich nervös. Aufgrund dieses Unfalls sind die Zimmerpreise reduziert worden. Cool. 200 Gold der Raum. 200 Gold? Immer noch? Nein. Lass es wissen, wann du dich umentscheiden solltest. Habe einen funkelnden Tag. Einen funkelnden Tag. Oh mein Gott, der Tag kann ja kaum besser werden jetzt. Und da gibt es offensichtlich Burger. Warum gibt es da Burger, wenn hier gleich nebenan ein Restaurant ist? Oder ist das die Küche? Okay, der Aufzug in die Stadt funktioniert also nicht. Der Aufzug wird benutzt. Ich dachte, er funktioniert nicht. Wow. Wow. Könnt ihr auch richtige Infos rausgeben, Leute? Wo geht's hier lang? Ah, die Zimmer. Klopfen wir mal an. Zimmerservice! Haben Sie meinen Meerestee? Nein. Weiter! Wie weiter? Ist ja weitergehen? Okay. Ungehobelter Kauz. Von innen verschlossen. Bist du sicher? Offensichtlich ist es. Ja, das ist äußerst sinnvoll. Ich weiß schon, warum er den Job bekommen hat. Er hat immer was zu tun. Er scheint beschäftigt zu sein. Scheint so. Der Eimer auch. Ganz wie der Papa. Du hörst ein Gescharre. Scheint, als könntest du etwas unter die Tür legen. Okay, legen wir. Du legst einen Hot... Nein, nicht mein Hotdog! Eine weiße Pfote schießt unter der Tür hervor. Nein! Sie versucht, den Hotdog in das Zimmer zu schieben. Nein! Zu schieben, vor allem. Aber sie presst ihn zu sehr auf den Boden und der Hotdog dreht sich im Kreis. Was? Wenn sie ihn auf den Boden presst, wie kann er... Naja, egal, egal. Muss der Deutsch-Patch sein, schätze ich mal. Punkte. Es gelingt endlich. Es gelingt! Wie episch. Mehr Punkte. Du hörst das Schleifen eines Steines? Was? Ein einzelner Hush-Puppy kommt unter der Tür hervor. Was ist ein Hush-Puppy? Du erhältst Hush... Was auch immer. Okay, wir haben den Hotdog. Oder braucht man da den Hotdog? Vielleicht. Vielleicht war das gut, dass ich ihn aufgehoben habe. Halt 65. Ja, leck mich am Arsch. Das ist ja 10-mal so viel, wie ich habe. Dieser mächtige Zauber verhindert Magie von Hunden. Okay. Falls wir jemals Magie von Hunden zum Opfer fallen sollten, haben wir jetzt ein Gegenmittel dagegen. Geil. Oh, Zimmerservice. Haben Sie meinen Zimtasen? Wo soll ich so einen Scheiß herbekommen? Sehe ich so aus? Weiter. Ja, weiter. Ich gehe weiter. Okay, also falls ich irgendeinen Tee, irgendeinen Hasen finde, dann komme ich zurück. I'll be back. 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 Habt ihr gehört? Okay, wo geht's? Wo müssen wir lang? Das sieht richtig aus. Vielleicht eher zu den Bürgern. Oh. Ein Shop. Willkommen im MTT-Burgerhaus, zu Hause des Glam-Burgers. Wir lassen den Tag glänzen. Trademark. Na dann, reden wir doch erstmal. Tut mir leid. Es ist gegen die Regeln, mit Kunden zu reden, die... Natürlich. Ach so, spielen wir jetzt also, ja? Na schön. Wie viel kostet das bitte? Ich habe fast kein Geld mehr. Sehr beliebt. Auch wenn es sehr beliebt ist, es kostet 60 Gold. 120 Gold für einen scheiß Glam-Burger. Ist auch sehr beliebt. Ein Sandwich, Angriff hoch im Kampf. Für mickrige 300 Gold kann man sich ja mal gönnen. Ich sehe gerade auf die Speisekarte hinten und das Sandwich sieht aus wie ein Flugzeug. Cool. Und da ist ein Liederburger. Bunte Burger. Bunte Burger, Thaddeus. 500 Gold für ein Steak in Form von Metatons Gesicht. Okay, das ist vollkommen gerechtfertigt. Da sage ich gar nichts nicht. Da sage ich gar nichts nicht. Da sage ich gar nichts. Frage bitte nicht. Okay, werde ich nicht. Es gibt ja auch keine Fragen. Wie kann ich helfen? Oh mein Kunde. Oh mein Kunde. Du kannst mir oh was Billigeres anbieten, bitte. Kann ich was verkaufen? Warum versucht diese Person etwas zu verkaufen? Das ist ein Hamburger-Restaurant. Ich versuche nur zu überleben. Was zur Hölle? Ich möchte hier nicht mehr sein, okay? Nein, ich gehe jetzt. Aber einen funkelnden Tag, okay? Ich komme nie wieder. Danke, tschüss. Was war das? Ach, hier geht's zum Call. Na, sieh mir einer an. Sehr nett beschriftet, okay. Und das auch schon. Und wir werden voll fett angefaunt. Von Elvis. Wie, wer sind die denn? Ja, ich habe mich dazu entschlossen, ihr so eine nerdige Stimme zu geben, weil ich mit der anderen einfach nicht klarkomme. Die kommen Papyrus viel zu nahe und das kann ich Papyrus nicht antun. Hier sollte doch keiner sonst sein.
Naja, wir sollten uns darüber keinen Kopf machen. Glück. Vielleicht kommt ja Metaton wieder. Apropos Metaton, ruf mir Papyrus an. Ja, volle Kausalität. Du gehst zum Chor? Du wirst dort vielleicht nicht anrufen können. Nein! Wie soll ich dann zurechtkommen? Ich weiß, das hört sich schrecklich an. Ja, ganz recht. Wie wirst du ohne mich weiterkommen? Du sprichst mir aus der Seele. Naja, ich vertraue dir, dass du deinen Weg gehen wirst. Ich werde bald wieder mit dir reden, keine Sorge. Viel Glück da draußen, Dankeschön. Jetzt bin ich ja schon etwas nervös und hier ist der Corey. Heilige Scheiße. Ist das das Ende? Aber sehr schöne Inneneinrichtung. Das gefällt mir. Ich möchte dem Designer persönlich die Hand schütteln. Bereit, es ist soweit. Nimm den Aufzug zur Spitze des Core. Zur Spitze also, ja? Ich dachte, wir gehen eher nach unten, weil ich dachte, der Core, der ist ja eher so im Inneren, aber okay, anscheinend nicht. Was ist das? Hey, willst du nicht den Aufzug nehmen? Geh einfach weiter. Wenn kein großer Abgrund im Weg wäre? Okay. Das ist einfach ein Raum mit ganz viel Schwärze. Und was wird im linken Raum sein? Was? Was komplett anderes? Okay. Hey, warum versuchst du nicht erst den Aufzug zu nehmen? Okay, du willst also offensichtlich, dass ich etwas tue, aber ich komme nicht ganz dahinter, was? Rede doch mal Klartext. Was? Vorsicht! Oh, oh. Mad Jig kommt aus seinem Hut? Was ist das für ein Ding? Warum waren da gerade zwei? Und was für ein Hut? Und okay, naja gut, dann Analyse. 8 Attacke, minus 1 Defense. Sehr stabil. Dieser magische Söldner sagt nur magische Worte. Dann lass mal hören. Schneck, du Schnack. Sehr magisch. Und er greift mit Kruzifixen an. Was? Okay. Soll mir recht sein. Stellt sein Orb bedrohlich zur Schau. Sein Orb. Er hat zwei davon, wie ich sehe. Okay, wir können reden, wir können einfach nur starren und abschalten. Was wir selbst uns abschalten oder eher so ein bisschen runterkommen oder ihn abschalten, das müsste näher definiert werden. Wir reden erstmal. Magic unterbricht dich, indem er zu sich selbst plappert. Sein Geschwafel macht dich benommen. Deine Abwehr sinkt um 1. Na toll. Sieh mir so wie er. Simsalan! Was? Ruft jetzt ein Po. Oh mein Gott! Hilfe! Meine Steuerung ist umgekehrt, verdammt nochmal! Hol jetzt ein Pokémon raus, oder was? Du fühlst dich immer noch verwirrt. Na toll. Super. Aber wir können ihn verschonen. Jetzt schon. Na schön, dann mach's gut. Du warst siegreich. Ich hoffe, ich habe nichts Lustiges verpasst mit den anderen Optionen. Nein, das war überhaupt nicht knapp. Warum sind hier so viele Monster? Das war erst eins. Wovon redest du? Naja, das ist doch kein Problem, oder? Wir müssen einfach weitermachen. Aha. Ja, wo ist jetzt richtig? Muss ich jetzt in den Aufzug oder muss ich hier lang? Was soll ich tun? Oh. Ach so. Was? Der Aufzug sollte funktionieren. Na gut, geh nach links. Ach so, jetzt also ja? Jetzt also doch ja? Und kannst du dich da nicht einfach reinhacken und ihn reparieren? Geht das nicht? Du kannst doch sonst mal alles hacken. Ein Kabel? Ein offenes Kabel? Okay. Du kannst ziemlich viel reden mittlerweile. Du machst gar keine Status-Updates mehr, du rufst ja immer wirklich an. Das ist ein Fortschritt. Scheint, als könntest du nicht weiter, bis du den Schalter aktivierst. Aber dann werden sich diese Laser einschalten. Scheint, als kämen sie in dieser Reihenfolge. Orange, orange, blau. Okay, hast du es? Bewege dich, bis der dritte kommt. Bis der dritte kommt. Was zum Heiligen? Ja gut, das ging Schlag auf Schlag. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Oh mein Gott, geht's dir gut? Naja. Tut mir leid, ich habe dir die falsche Reihenfolge. Nein. Ist okay, ist okay, ist okay. Es ist alles in Ordnung, okay? Geh einfach weiter nach rechts. Ja, 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 es ist der einzige Weg, weißt du. Eine Kreuzung. Versuch nach rechts zu gehen. Nein, dann gehe ich nach oben. Oh. Verdammt. Ich hätte aufs... Was? Zur heiligen Mutter! Knight, Knight blockiert den Weg. Ja, scheiße. Der sieht schon ein bisschen gefährlicher aus als dieser Magic-Typ da. Magic. Okay, wir können wieder reden und wir können singen. Na schön.
8 Attacke, 2 Defense. Die tonnenschwere Söldnerin mit dem guten Morgenstern. Oh, du bist eine Sie. Verzeihung, M'lady. Tschüss. Okay. Du hast nicht mal eine Sprechblase, so cool bist du. Du Scheiße. Night Knights Rüstung scheint in einer dunklen Aura. Hm, sehr gefährlich. Wie wär's mit Reden? Du fragst Night Knight nach ihrem Tag. Keine Antwort. Lebe wohl. Sei nicht so endgültig, wow. PK Starstorm! Atme tief ein. Was hat sie vor? Wir singen. Du singst ein altes Schlaflied. Night Knight sieht müde aus. Ja, niemand kann meiner wunderschönen Stimme und meinen Schlafliedern widerstehen. Adieu. Okay, deine Attacken sind ziemlich episch. Und du hast ziemlich viele Arten, auf Wiedersehen zu sagen. Atmet wieder tief ein. Und du bist noch nicht schläfrig genug. Du singst weiter. Night Knight schließt ihre Augen ein wenig. Haha. Aber sie lebt immer noch wohl. Oder sie wünscht mir, wohl zu leben. Werde ich aber nicht. Night Knight schmeißt ihren Morgenstern. Einfach durch die Luft. Okay. Singen. Du singst weiter. Night Knight schläft endlich ein. Night Knight schnarcht. Cool. Ciao, Night Knight. So einfach kann's gehen. Wenn euch ein riesiger Mörderritter mit einem fetten Morgenstern begegnet, singt einfach Schlaflieder. Irgendwann, früher oder später, muss er ja einschlafen. Perfekt. Bist du in Ordnung? Warum bist du nicht nach rechts gegangen? Naja, weil hier so halt, weil hier dann und ich ja. Komm schon, du traust mir doch, und etwa nicht? Na, jetzt wo du so fragst, ich weiß ja nicht recht. Aber was mache ich hier jetzt? Nichts. Cool. Das war's wert. Das war's vollkommen wert. Wir haben uns Elfes widersetzt. Keiner kann mir sagen, was ich tun soll. Okay, wieder Laser. Was sie mir wahrscheinlich auch jetzt sagen wird. Mehr Laser. Okay, ich werde diesmal nicht versagen. Ich deaktiviere einfach diese Laser und es kann weitergehen. Genau, gute Idee, mach das. Sie gehen nicht aus. Oh, verdammt. Ich kann sie nicht ausschalten, ist schon in Ordnung. Ich habe alles im Griff. Ich schalte den Strom für den ganzen Knoten ab. Ja, gute Idee. Hoffentlich werden die Brücke nicht mit Strom betrieben oder so. Das wäre echt blöd. Dann kannst du weitergehen. Okay, los. Und das Licht ist auch aus. Verdammt. Wow, das ist eine Menge Laser. Kann ich erst durchgehen vielleicht? Warte, halt. Oh. Ja, das ist ein Problem. Der Strom. Er schaltet sich wieder selbst ein. Das ist blöd. Haben Sie ein Notstromaggregat oder was? Verdammt, das sollte nicht passieren. Ich schalte ihn wieder ab. Wenn der Strom weg ist, bewege dich ein wenig und halte dann an. Okay? Du wirst unversehrt bleiben. Na dann. Okay. Ah. Verstehe. Ich hoffe, die Intervalle bleiben gleich. Ja, das hat funktioniert. Perfekt. Siehst du, ich habe alles unter Kontrolle. Ja, voll. Alles ist unter Kontrolle. Ich spüre doch, dass Metatron bald wieder auftauchen wird. Okay, du solltest... weiß nicht. Das ähnelt meiner Karte kein bisschen. Tut mir leid. Ich muss gehen. Aber du bist doch hier die Professorin, die Doktorin, die hier alles gebaut hat, oder nicht? Und du musst doch eine Ahnung haben, wo es hier wo lang geht und... Naja, egal. Osten, das Ende. Im Osten ist das Ende. Das klingt verhängnisvoll. Norden, Pfad des Kriegers. Westen, Pfad des Weisen. Jeder Pfad führt zum Ende. Aber ich kann auch direkt zum Ende gehen. Ozonduft erfüllt die Duft. Das erfüllt dich mit Entschlossenheit, natürlich. Okay, also was doch mal. Norden, Pfad des Kriegers. Okay, wir sind ziemlich badass, das muss man sagen. Wir sind aber auch ziemlich weise. Wir haben schon ziemlich viele Weisheiten gesammelt auf unserer Reise. Und Reise reimt sich mit Weise. Gott, verdammt nochmal. Und der Pfad führt ja sowieso zum Ende. Das heißt, wir nehmen den Pfad des Weisen. Und das sind diese Eisklumpen, die uns schon seit Snowdin verfolgen. Was ist deren Zweck? Was ist deren Bedeutung? Löse dieses Rätsel und das Ende wird sich öffnen. Ich sehe kein Rätsel. Schon wieder das, okay. Kann man das überhaupt lösen? Das sieht total unlösbar aus. Okay. Ich glaube, ich bin etwas auf der Spur. Vielleicht.
Naja, fast. Nicht so ganz. Weißt du was? Scheiß auf den Pfad des Weisen, okay? Nein, das muss nicht sein. Mein Gott, viel zu schwierig. Ich nehme den Pfad des Kriegers, Gottverdammt nochmal. Ich kann doch kämpfen. Bitte nicht noch ein Rätsel. Verschwinde und bleibe dabei. Nein! Hast du gemerkt, dass ich den Pfad gewechselt habe? Nach Osten, das ist das Ende. Ja, aber da kann ich nicht durch. Ich kann nicht kämpfen. Ich kann nicht denken. Aber mit Geduld werde ich es schaffen. Was? Es ist ein Kraftfeld. Ja, offensichtlich. Ah, hier geht's nach Osten, okay. Also da kommt man hin, wenn man nach Osten geht anscheinend. Muss ich das Rätsel lösen? Auch bitte nicht. Durchquere den nördlichen Raum und das Ende wird sich öffnen. Na, ich bitte darum. Wahrscheinlich muss ich hier kämpfen, oder? Wahrscheinlich. Hi. Ja, ich muss kämpfen. Gegen Whimsalot und Final Froggit. Oh mein Gott, seine Final Form! Und Whimsalot. Der Whimsen, der jetzt ein Badass-Krieger geworden ist, okay. Analysieren wir mal. 8 Attacke minus 3 Defense. Es hat endlich aufgehört, sich zu sorgen. Gott sei Dank. Nicht dieses Mal. Und Froggit hüpft. Okay. Whimsen ist Badass geworden. Wir müssen aufpassen. Whimsalot dreht seine Waffe im Kreis. Okay. Final Froggit Analyse. Final Froggit. 8 Attacke, 0 Defense. Seine Zukunft sieht heller und heller aus. Schein, Schein, Wuff. Das Band hat er nicht verlernt. Okay. Mir hat Whimsalot gefallen, dass er noch eine Pussy war. Und er dreht seine Waffe. Okay, was machen wir? Trösten, beten. Also trösten müssen wir ja nicht mehr. Wir beten einfach. Wir haben keine andere Wahl. Du kniest nieder und betest für Sicherheit. Whimsalot ruft sich etwas ins Bewusstsein. Es gibt noch Hoffnung. Ah, verstehe. Komm her. Gott. Whimsalot möchte nicht mehr kämpfen. Perfekt, ciao. Quok, quok. Yeah, Froggit, lass uns deine Stimme hören. Okay, wow. Final Froggit weiß genau, warum es hier ist. Okay, er hat einfach ein Bewusstsein entwickelt, okay. Verblüffen, natürlich verblüffen. Du hast etwas Mysteriöses gemacht. Final Froggit erkennt, dass es mehr über die Welt zu lernen hat. Natürlich. Aufmerksames Quaken. Quacken steht da. Okay. Jetzt haben wir seine Aufmerksamkeit, können wir ihn jetzt verschonen. Final Froggit zögert, dich zu bekämpfen. Perfekt. Ciao, ciao. 100 Gold. Wow. Okay, mehr Battles. Kein Problem. Oh, die beiden schon wieder. Söldner treten aus den Schatten hervor. Könnte ich auch einfach weglaufen? Wahrscheinlich nicht. Um wen kümmern wir uns zuerst? Ich glaube, der Night Knight ist gefährlicher. Singen. Ja. Tschüss. Hokus Pokus. In der Tat. Oh Gott, was ist das? Er beschwört diese Kruzifixe schon wieder. Es riecht nach Sternenstaub. Wie möchte wohl Sternenstaub riechen? Ich weiß es nicht. Und der andere schläft nicht ein? Bitte und vielen Dank. Natürlich. Wow, das wird jetzt ein bisschen schwierig hier. Naja, ging eigentlich. Riecht weiter, okay. Nochmal singen. Du singst weiter. Er schläft ein, oder sie. Bitte und vielen Dank. Ja, ja, ja. Komm. Okay, der andere kann nicht mehr angreifen. Sehr gut. Die Attacke ist ziemlich leicht. Okay, schnarcht und tschüss. Simsala! Nein, keine Pokémon! Sind hier nicht erlaubt. Er stellt sein Orb bedrohlich zur Schau. Nein, nicht sein Orb! Okay, schalten wir mal ab. Oder? Haben wir das vorhin schon gemacht? Ne, vorhin haben wir geredet, oder? Ich schalte mal ab. Du ignorierst Magic und denkst an Sonnenschein. Deine Abwehr erhöht sich um 1. Oh, cool. Hokus Pokus. Ja, das war tatsächlich Hokus Pokus. Ich weiß nicht, wie sowas funktionieren soll. Naja, ouch. Er glotzt mich seltsam an. Na, das kann ich auch. Wo möchtest du sehen? Verfolge Orb, Eckenorb. Verfolge Orb? Das unerbittliche Verfolge Orb wurde durch deinen Blick geschwächt. Okay. Schnick die Schnack. Erinnert mich ein bisschen an Knick die Knack. Aus Super Paper Mario. Von Graf Knickwitz. Riecht nach Magie, okay. Schalte mit den anderen Orb. Nein, ich wollte starren. Verdammt. Ich habe an Orb abschalten gedacht und deswegen habe ich abschalten gedrückt. Verdammt nochmal. Okay, starren auf den Eckenorb.
Das einschüchternde Eckenorb wurde durch deinen Blick geschwächt und jetzt verliert er etwas seine ganze Macht. Nein. Kann immer noch angreifen, okay. Magic's Orbs sind lahmgelegt. Kann ich ihn verschonen? Kann ich verschonen, okay. Na, das kann man ja. Das war ja relativ einfach. Okay, dann fresse ich mal mein erstes Junkfood. So, nur um sicher zu gehen, okay. Und der letzte Gegner vermutlich, oder? Was für ein Albtraum! Gott, dieser Lux ist zurück, oder? Astigmatism? Oh, Hilfe! Das ist die stärkere Version von Lux, okay. Schikanieren, provozieren, nicht schikanieren. Wird wahrscheinlich nicht mehr klappen. 8. Attacke, minus 2 Defense. Dieser rücksichtslose Tyrann stellt sich immer in den Weg. Schikaniere mich. Oh. Du hast dich geändert, Lux. Du möchtest jetzt schikaniert werden. Okay, 3 Attacken auf einmal ist kein Spaß. Riecht nach Nachtschatten und Bleiche. Okay. Na, wenn du es so provozierst. Oder provozieren vielleicht? Nein, komm. Gehen wir mal auf seinen Wunsch ein. Hier. Du schikanierst Astigmatism. So ist es richtig. Okay, das ist uncool. Das ist nicht cool. Nö, das ist echt nicht cool. 3 auf einmal. Umsalot starte ich an. Kann ich ihn verschonen? Ja, okay, schön. Nicht dieses Mal. Not today. Alles klar. Ich werde dich sowas von verschonen. Du wirst noch nie in deinem Leben härter verschont worden sein. Schüttelt herablassend seinen Kopf. Oh nein. Oh nein. Jetzt bin ich ja eingeschüchtert. Beten. Ja. Gib nicht auf. Okay, bam. Gesehen? Cool, oder? Wie ich's hier weggesnackt hab. Und tschüss. Und Froggy, du bist der Letzte. Oh mein Gott! Spider Frog! Bitte nicht. Du vernimmst den Geruch von Senf? Okay. Also ich mag Senf. Nicht falsch verstehen. Keine Dislikes bitte wegen Senfliebhabern. Was muss ich nochmal machen? Verblüffen, richtig. Mysteriöses. Aufmerksames Quacken. Yeah. Sieh nur gut zu, wie ich etwas Mysteriöses mache. Er zögert und tschüss. Den Weg des Kriegers bestürten. Wo muss ich jeden Weg bestehen? Aber jetzt nicht wirklich, oder? Ich will dieses blöde Rätsel nicht machen. Nein, nein, nicht das Rätsel. Naja, wie dem auch sei. Was ist hier? Ich bin etwas verloren gerade. Ein Mülleimer. Sehr verdächtig. Warum nicht entspannen und eine Pause einlegen? Ja, warum nicht? Bist du ein Nintendo Wii oder was? Im Mülleimer liegt ein Glam-Burger. Oh, der kostet so viel. Den nehme ich natürlich mit. Auch wenn er aus dem Müll ist. Du hast ein Glam-Burger. Mehr davon. Ein leerer Mülleimer. Verdammt. Pokémon. Okay, dann hätten wir jetzt... Wie viel heilt der? Der Glam-Burger. 27. Nicht schlecht. Ein Hamburger aus leckerem Glitter. Leckerem Glitter und Paletten. Muss sehr gut schmecken. Verdammt nochmal. Ich muss das Rätsel lösen. Oder ist die Barriere jetzt aus? Ich speichere mal. Müsste auch A drücken. So. Um den Fortschritt nicht zu verlieren. Und meine HP aufzufüllen. Okay. Ist die Barriere jetzt aus? War die hier? Nee, oder? Ah doch. Jetzt können wir weiter. Und müssen battle. Okay. Du bist nicht mehr neu. Nein. Ist Blut unterlaufen. Uah. Naja, ist immer ein Auge. Und Schikanieren hat nicht geklappt. Okay, wir provozieren mal. Du baust dich vor Astigmatism auf. Du wagst es mir zu trotzen. Oh ja, und wie ich es wage. Ich hab's doch gerade getan, oder nicht? Astigmatism beißt die Zähne zusammen. Ist mir unheimlich. Dann mal eben nicht schikanieren. Du schikanierst Astigmatism nicht. Jemand versteht es endlich. Ach so, das ist immer verschieden. Oh, okay. Ich habe es am Anfang nicht gelesen. Verdammt. Naja, gut. Er schert sich nicht mehr um das Kämpfen. Na dann, ciao. 50 Gold. Die geben kein schlechtes Geld hier. Wow. Okay, was ist da noch ein Speicherpunkt? Und sobald der Aufzug wieder funktioniert, haben wir eine Abkürzung. Was? Ich habe es nicht gelesen. Verdammt. Hinter dieser Tür befindet sich der Aufzug in das Schloss des Königs. Ist erfüllt von Entschlossenheit. Oh. Oh, 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 oh. Was ist da? Naja, Leute, ich habe heute nicht so viel Zeit, leider. Ich muss hier eine Pause machen. Aber später nehme ich mehr auf. Okay, ich hoffe, das reicht für einen Part. Wahrscheinlich nicht. Ich werde jetzt eine Pause machen. Für euch geht es jetzt das Gleiche weiter. Also, bis zum nächsten Mal. Oder für euch,
gleich geht's weiter, halt. Ihr habt gar keine Pause eigentlich. Also, es geht genau jetzt für euch weiter. Genau jetzt. Und schon geht's weiter. So, was hätten wir hier? Laden? Kein Laden. Okay. Ich hatte fest damit gerechnet, dass hier ein Laden wäre, weil es ja beim Aufzug anscheinend weitergeht, aber wie's... Oh, hallo Metaton. Ich hab's ja fast gar nicht erwartet, dich nochmal zu sehen. Oh ja, da bist du ja, Schnucki. Es ist an der Zeit für unseren kleinen Showdown. Es war ja klar, dass er kommen muss. Es ist endlich an der Zeit, den defekten Roboter auszuschalten. Was? Nicht. Defekt, Neuprogrammierung, sei realistisch. Das war alles nur ein großes Schauspiel. Eine Darbietung. Elphys hat dich die ganze Zeit zum Narren gehalten. Ja, also, falls es jetzt das wirklich ist, dann bin ich nicht überrascht, denn das habe ich schon selbst geschlussfolgert. Ich bin dir einen mechanischen Schritt voraus, du kleiner, blöder Wally-Verschnitt. Oh, let burn. Okay, machen wir einfach weiter. Als sie dich am Bildschirm beobachtete, fühlte sie sich dem Abenteuer hingezogen. Sie wollte unbedingt ein Teil davon sein. Also hat sie sich einfach der Geschichte selbst hinzugefügt. Was? Sie hat Rätsel reaktiviert, sie hat Aufzüge deaktiviert, mich beauftragt, dich zu quälen. Oh, so ist das also. Also das letzte habe ich ja schon fast vermutet, aber die beiden davor. Okay, Elphys, ich glaube, wir müssten mal ein paar Wörtchen austauschen. Verehrte Doktorin! Alles nur, um dich vor Gefahren zu bewahren, die nie existierten. Nur damit du denkst, dass sie eine tolle Persönlichkeit wäre. Auch das bestätigt meine Theorie. Ja, ich bin so stolz auf mich. Ja, vielleicht merkt man es. Aber das ist sie nicht. Und in diesem Moment findet ihre Sternstunde statt. Genau in diesem Moment wartet Elphys vor diesem Raum. Während unseres Kampfes wird sie eingreifen. Sie wird dir vorspielen, mich zu deaktivieren und dich ein letztes Mal zu retten. Schlussendlich wird sie die Heldin dieser Geschichte sein. Naja, also nicht wirklich. Also, naja, also bitte, naja, ja, ja, okay, sprich weiter. Du respektierst sie so sehr, dass sie dich sogar überzeugen wird, nicht zu gehen. Oder auch nicht. Ja, mal schauen. Weißt du, ich habe genug von diesem vorhersehbaren Affentheater. Ich möchte keine Menschen verletzen, ganz und gar nicht. Kann ich dir wirklich trauen? Mein einziger Wunsch ist es, zu unterhalten. Also er ist nach alledem trotzdem ein Unterhaltungsroboter. Das ist ja cool. Immerhin hat sie sich das Publikum eine gute Show. Immerhin hat sich das Publikum eine gute Show verdient, nicht wahr? Und was wäre eine gute Show ohne eine Wendung? Okay. Hey, was geht hier vor sich? Die Tür hat sich ja selbst verriegelt. Tut mir leid, Leute, die alte Sendung wird abgesetzt. Aber es gibt ein Finale, das euch aus den Socken hauen wird. Oh, vielleicht hätte ich zuerst in den Aufzug schauen sollen, vielleicht. Echtes Drama, echte Action, echtes Blutvergießen. Bei unserer neuen Sendung, Angriff des Killer-Roboters. Oh, shit. Das Blöde ist, wir können ihn ohne Elphys, glaube ich, echt nicht besiegen. Was tue ich jetzt? Ich bin aber immer noch gelb. Ich kann immer noch schießen, okay. Anzünden. Ja, ganz radikal. Na gut, erstmal analysieren. 999 Defense, daran hat sich nichts geändert. Sein stählerner Körper macht ihn unempfänglich für Angriffe. Aber vielleicht kann mein Handy ihn ja abknallen. Ja, ich war derjenige, der den Core umgebaut hat. Ich war derjenige, der Leute angeheuert hat, dich zu töten. Du warst es, Metaton. Doch das war ein kurzsichtiger Plan. Weißt du, was 100-mal besser ist? Durch meine Hand zu sterben. Aber Metaton. Shit. Diese kleine Erbsenpistole funktioniert nicht, Schnucki. Weißt du nicht, was Schauspiel bedeutet? Verdammt. Metaton. Punkt. Oh Mann, was machen wir jetzt? Sollen wir ihn anzünden? Sollen wir uns selbst anzünden? Ist das die einzige Lösung? Ich weiß es nicht. Das wirst du vermutlich machen, wenn die Dinge so weitergehen. Ja, vermutlich. Hör zu, Schnucki. Ich habe dich im Kampf gesehen. Du bist schwach. Wenn du weitergehst, wird Asgore deine Seele nehmen. Und mit deiner Seele wird Asgore die Menschheit vernichten. Das ist aber nicht so gut. Gott, er greift an. Metaton, bitte.
Lass uns doch einfach nur ein bisschen Quiz spielen. Okay, kämpfen möchte ich nicht. Anzünden geht nicht, wir können nur Gnade zeigen. Aber ich kann mit deiner Seele Asgore aufhalten. Ich kann die Menschen vor ihrer Vernichtung bewahren. Aber warum musst du mich dazu vernichten? Nur wegen meiner Seele? Oh je. Deine muskulösen Arme. Hilfe. Metaton. Einfach nur Metaton. Mehr gibt's nichts zu sagen. Dann werde ich die Barriere mit deiner Seele durchschreiten. Und der Star werden, der ich immer werden wollte. Vielleicht ist das hier auch alles nur Show. Man weiß es ja nicht. Es könnte sein, dass es auch alles nur Show von Elphys ist. Oder wer weiß. Wer weiß. Vielleicht, ich bin sehr gespannt. Das hat tatsächlich eine ziemliche Wendung genommen, muss ich sagen. Hunderte, Tausende. Nein, Millionen von Menschen werden mir zusehen. Oh shit. Stirb, Metaton. Oh shit. Was ist das, Bomberman? Metaton, weiterhin. Glitzer, Glamour. Endlich habe ich alles davon. Du hast doch alles davon hier unten. Was sind also schon ein paar tote Leute? So ist nun mal der Showbusiness, Baby. Ja, so ähnlich. Oh, Telefon. Telefon. Ich sehe nicht, was passiert, aber... Gib nicht auf, in Ordnung. Es gibt einen letzten Weg, Metaton zu besiegen. Es ist doch in Arbeit, also urteile nicht zu hart. Nein, ich brauch's aber jetzt. Aber du weißt, dass Metaton immer noch nach vorne sieht, oder? Das liegt daran, dass er hinten einen Schalter hat. Also wenn du ihn umdrehen kannst, den Schalter drückst, ist der... Ja. Verwundbar. Ach so. Also ist das so ein, wie heißt das nochmal aus Mother 3? Das Chimärenviech? Die Ultimate Chimera, genau. Sowas in der Art. Also mit einem Knopf, der ihn lahmlegt. Cool. Naja, ich bin da mal weg. Kannst du nicht den Aufzug hacken oder so? Geht das nicht, die Tür hacken? Du kannst doch so gut hacken. Es scheint ein guter Zeitpunkt zu sein, Metaton umzudrehen. Aber wie? Ach so. So einfach, okay. Du erzählst Metaton, dass hinter ihm ein Spiegel steht. Oh, ein Spiegel. Richtig. Für das große Finale muss ich gut aussehen. Aber du siehst... Oh, sehr nett markiert. Dankeschön. Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Hast du gerade meinen Schalter umgelegt? Ist er betört? Ist er verstört? Ist er zerstört? Zur Scheiße? Nein, was ist jetzt los? Was zur Hölle habe ich getan? Oh ja, das Drücken meines Schalters kann nur eines bedeuten. Du wartest sehnsüchtig auf die Premiere meines neuen Körpers. Was zur heiligen Mutter geschieht hier? Wie gemein. Glücklicherweise wollte ich ihn schon vor langer Zeit zeigen. Also, aus Dankbarkeit gibt es eine attraktive Belohnung. Ich werde deine letzten Momente... Was zur Hölle? Absolut wundervoll machen. Metatons finale Form ist attraktiv. Was zur Hölle ist das? Metaton X erlebt seine Premiere... Ach du Scheiße, Metaton. Warum Metaton? Ich bin hin und weg. Ich bin einfach hin und weg. Ich kann... Meine Hände sind taub. Was ganz anderes ist, bei mir ist nicht taub, aber meine Hände, mein Körper, ich kann mich nicht bewegen, was tue ich? Okay, ich muss sagen, das habe ich jetzt nicht so ganz vorhersehen können. Ich bin ein bisschen perplex, aber damit kann man ja arbeiten. Wir analysieren erstmal ganz in Ruhe und überlegen uns dann unsere Strategie für den auftretenden Kampf. 8 Attacke, er hat wenigstens die Fans verloren. Sein Schwachpunkt ist sein herzförmiger Kern, der zufälligerweise direkt über seinem Skrotum liegt. Zum Glück. Lichter, Kamera, Action. Was, wie soll ich da ausweichen? Achso, verstehe. Tut mir leid. Okay, jetzt habe ich verstanden. Es riecht nach Metaton. Es ist also ohne Zweifel Metaton. Vielleicht hätte ich ein bisschen mehr kaufen sollen. Krabbenopfer? Yes. Drama, Romantik, Blutvergießen. Nein, bitte nicht. Ach du Scheiße. Metaton. Es riecht so stark. Aber die Musik. Die Musik. Prahlen, posieren, Drehung. Posieren. Trotz deiner Verletzung machst du eine dramatische Pose. Das Publikum applaudiert. Welches Publikum? Ich bin das Idol für jeden.
Achso, die muss ich zweimal abschießen, oder wie? Ja, okay. Okay, das ist gar nicht so cool, Metaton. Ja, Item, würde ich sagen. Junkfood. Müllessen, minus 50. Nein, das ist doch kein... Das Publikum muss angebieten. Warum? Hallo, ich muss doch essen, um zu leben. Lächle in die Kamera. Niemals. Oh mein Gott. Metaton, hinfort. Das war mehr Glück als Verstand. Metaton. Okay, das hat nicht geklappt. Wir müssen prallen. Du erzählst, dass du nicht einmal getroffen wirst. Shit. Die Wertungen steigen während Metatons Zug. Na toll. Oh, es ist Zeit für ein Pop-Quiz. Okay, es hat sich nicht sehr viel geändert. Ich hoffe, du hast eine Tastatur... Oh, shit, ja, habe ich. Das ist eine Aussatzfrage. Was magst du am meisten an Metaton? Seine... Shit. Nicht... Ja, seine, einfach seine alles. Wunderbar. Manchmal sagen wenig Worte einfach... Toll. Metaton speichert deinen Aussatz... Toll, das ist mein bester Aussatz. Der beste Aussatz meines Lebens, echt. Ich wollte schreiben, seine Getriebe. Na gut, und er hat die Moves. Ja, leck mich am Arsch, Metaton. Du hast die Moves. Deine Form davor war zwar auch schon ziemlich kurvig und sexy, aber das ist doch mal eine ganz andere Liga. Okay, wir machen eine Drehung, eine Pirouette. Du drehst dich um und verspottest das Publikum. Ach so, in diesem Zug ist das Publikum auf deine Zerstörung aus. Auf meine Zerstörung? Alter, was für ein Publikum. What a terrific audience. Dein Aufsatz hat allen dein Herz gezeigt. Warum zeige ich dir nicht meines? Ja, lieber dein Herz als irgendwas anderes. Oh Gott. Elektrisierend. Ah. Nein. Nein. Please don't do this. Hey, wie lange noch? Muss ich das Herz abschießen? Sieht so aus. Okay. Leichter gesagt als getan. Ah, okay. Metaton. Ja, der gute Alte. Was tun wir jetzt? Schon? Oh, ich wärme mich nur auf. Scheiße. Übertreib's nicht. Ich kann noch nicht so schnell schießen. Ah, Gewalt plus 10, ja. Gott sei Dank. Muss ich so hinauszögern oder irgendwas tun? Posieren wir nochmal. Da kriegen wir mehr Drama. Yeah, das Publikum applaudiert. Danke, Leute, dankeschön. Aber wie schlägst du dich auf der Tanzfläche? Oh, du Scheiße. Gar nicht. Ah, hallo? Alter! Oh, 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 oh. Wie soll man denn darauf kommen? Ich habe keine Heil-Items mehr. Den Burger habe ich noch. Okay, überleben wir noch einen Angriff, ist die Frage. Und den Mystery Key haben wir auch noch. Ah ja, und den Hush Puppy auch. Okay, also wir können uns noch zweimal heilen. Die Wertung sinkt. Oh mein Gott, das sehe ich ja jetzt erst. Die Wertung, nein. Wir müssen die Wertung hochtreiben. Posieren. Ja. Ja, cool. Kannst du mithalten? Ja. So ist das schon viel besser. Oh, das ist... Ah, okay, es wechselt immer. Ah. Clever. Riecht nach Metaton. Das tut es. Wir verspotten niemanden, wir posieren. Um das Drama in die Höhe zu treiben. Yeah. Lichter, Kamera, Bomben. Nein, keine Bomben. Ah. Gottverdammt. Metaton. Okay, wir müssten noch einen Angriff überleben. Posieren. Trotz deiner tiefen Wunden posierst du dramatisch. Ich stelle mir vor, so halb tot. Irgendwie noch so eine Pose machen. Und das Publikum. Yeah! Oh mein Gott! Publikum ringt nach Luft. Dinge werden hochgehen. Ach du Scheiße, ich vergesse mal auszuweichen. Das wird jetzt ein bisschen knapp. Oh mein Gott, war das knapp! Ich muss jetzt was fressen. Glam Burger, runter damit. Und er glitzert sogar. Das Publikum liebt die Marke natürlich, er ist ja auch von Metaton. Und Metaton hat so einen Gesichtsausdruck wie, geiler Burger. Zeit für unsere Sendepause. Frohe Pause. Danke. Oh mein Gott, er dreht vollkommen durch, Metaton! Posieren! Wir kriegen nur noch 100 Drama, okay. Du machst eine dramatische Pose, das Publikum nickt. Bitte? Das Publikum nickt? Was ist denn los mit euch? Wir sind so weit entfernt, Schnucki. Wie wäre es mit Herz zu Herz? Nein. Stirb! Hilfe! Was soll das denn werden? Was für krasse Attacken hast du denn drauf? Nein, lass es gut sein, lass es gut sein! Hell yeah, Baby!
Wer tanzt jetzt, hä? Aber es riecht immer noch, okay. Es riecht einfach zu stark. Posieren weiter. Dramatische Pause und ihr nickt wieder nur. Ihr lahmen Ärsche. Arme. Wer braucht Arme mit solchen Beinen? Das ist ein Argument. Ich werde dennoch gewinnen. Ach du Scheiße. Das ist doch unmöglich. Alter, was? Rewind? Oh mein Gott. Ich habe schon wieder so viel scheiß AP verloren. Okay, überleben wir noch. Ah, komm, einen überleben wir noch. Einen überleben wir noch. Posieren. Und jetzt klatscht ihr gefälligst, ihr Mistsäcke. Ja, will ich auch meinen. Komm schon. Ach du Scheiße, ich kann auch die Kisten zerschießen einfach. Das ist viel besser, okay. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Heilige Scheiße. Hör auf zu riechen und lass mich gewinnen. Ja, das Publikum applaudiert. Applaudiert nur. Die Show muss weitergehen. Ach du, übertreib's nicht, Junge. Bitte kein Rewind, bitte. Okay, Gott sei Dank. Kann ich dich nicht verschonen? Nein. Ah, Drama, mehr Drama. Ja, es ringt nach Luft. Stirbt. The Drama. Action. Oh, fuck. Ah, Gott im Himmel. Okay, ich heile mich ja langsam hoch. Wenn wir es nur lang genug aushalten, komme ich wieder auf 40 HP. Okay, weiter posieren. Ja, plus 400, sehr gut. Lichter, Kamera. Genug davon. Möchtest du, dass die Menschheit verschwindet? Oder glaubst du einfach so sehr an dich selbst? Oh shit, das ist wieder das. Okay, das ist wieder das. Ich werde sterben. Uncool. Ich bin einfach stinken. Oh nein. Warum? Ich wollte nicht sterben. Ich dachte am Anfang des Projekts, ich schaff's ohne ein Game Over. Tja, und wo sind wir jetzt? Genau, hier. Beim zweiten Mal Metaton. Supi-dupi. Plus die Cutscene nochmal, oder? Und die normale Stimme hat er noch. Scheint, als könntest du Metatons Monolog... Achso, Monolog überspringen, wenn du ihn jetzt umdrehst. Was wirst du machen? Ja, bitte. Oder hören wir zu. Ich schneide es eh für euch raus, aber wir drehen ihn natürlich um. Okay, du erzählst Metaton, dass etwas Cooles hinter ihm ist. Wirklich, wo? Wow. Er ist so schwer auszutricksen. Nein! Clever, sehr clever. Ja, ich weiß wirklich. Okay, wieder von vorne. Baby! Aber es macht mir nichts aus, denn bei so einem Anblick, wie soll mir das etwas ausmachen? Trotzdem schneide ich es für euch, weil ich einfach so diabolisch bin und euch das nicht nochmal sehen lasse. Also, bis gleich. Cool. Ich wollte eigentlich schreiben, seine Scheiße, aber... Das Schafe ist, hat es sich angenommen, leider. Naja, goldener Stern ist goldener Stern und ich bin stolz auf meine Leistung. Ja, wir stehen stabil mit einem HP an der Stelle, wo ich gestorben bin. die Musik groovt übelst, ey. Und seine Attacken sind scheiße hart. Aber wir haben es jetzt ein bisschen besser geschafft. Also ich zumindest, ihr habt einfach gewartet, während ich geschnitten habe. Ich muss jetzt was fressen, auch wenn es dem Publikum nicht gefallen wird. Wird, aber es muss sein. Haha, wie inspirierend. Nun, Schnucki, entweder du oder ich. Sag es nicht, dass ich wieder eine Scheißattacke vom Ziel gestorben bin. Ich denke, wir wissen beide, wer gewinnen wird. Erlebe die wahre Macht des Stars der Menschheit. Oh, shit. Aber ich... Alter, was? Du bist viel zu krass, Metaton. Hör auf. Ich treffe auch nichts. Es ist aber gar nicht so einfach. Ah! Ja... Aha, aha, oh Baby, jetzt hast du auch keine sexy Beine mehr. Du bist nur noch ein schmächtiger Torso, ja? Okay, posieren einfach weiter, gnadenlos. Obwohl ich verletzt bin. Yeah, Baby. Oh, schau dir diese Wertung an. Oh, ich bin wieder ins Mechanische abgerutscht. So viele Zuschauer hatte ich noch nie. Ja, over 10.000! Das ist ein Meilenstein der Zuschaueraufrufe. Ein wunderbarer Zuschauer hat die Chance, mit mir zu reden. Bevor ich den Untergrund dann komplett verlasse. Nein. Schauen wir mal, wer als erstes durchkommt. Elfis. Hi, du bist im Fernsehen. Was sagst du zu dieser letzten großen Show? Wer ist es? Oh. Hi, Metaton. Nipstep Look? Nee, oder? Papyrus? Papyrus schaut doch gerne, Metaton. Gott, wer könnte das sein? Ich schaue wirklich gerne deine Sendung. Mein Leben ist ziemlich langweilig, aber dich im Fernsehen zu erleben,
hat mir wirklich Freude im Leben beschert. Das ist die Musik, die gespielt hat, als Metaton für uns gesungen hat in seinem wunderschönen Ballkleid. Ach ja, schöne Erinnerung. Ich weiß es nicht, aber ich schätze, das ist die letzte Folge. Oh, er wird traurig. Ich vermisse dich, Metaton. Oh, ich wollte nicht so lange reden. Oh. War das Snapstep-Look? Ich glaube, es war Snapstep-Look. Nein, warte, warte bitte. Er hat schon aufgelegt. Ich nehme weitere Anrufe entgegen. Metaton, deine Sendung hat uns so glücklich gestimmt. Oh Gott, und Vermin zerstört. Oh mein Gott, mein schlechtes Gewissen. Metaton, ich weiß nicht, was ich ohne dich machen soll. Metaton, es gibt ein Metaton-Loch in meinem Metaton-Herz. Nein! Seine Fans. Ah, ich verstehe. Ihr alle, ich danke euch so sehr. Schnucki, vielleicht ist es besser, wenn ich hier eine Weile bleibe. Menschen haben schon Stars und Idole, aber Monster haben nur mich. Wenn ich gehe, verliert der Untergrund seinen Funken und hat eine schmerzende Leere, die nicht mehr voll wird. Also, ich denke, ich muss meinen großen Auftritt verschieben. Außerdem hast du bewiesen, dass du sehr stark bist. Vielleicht sogar stark genug, an Eskor vorbeizukommen. Oh, er ist wieder mechanisch. Oh, das habe ich gar nicht gesehen, verdammt. Naja, ich bin mir sicher, du kannst die Menschheit sichern. Ha, ha. So ist es sowieso am besten. In Wahrheit ist der Energieverbrauch dieser Form eher ineffizient. Ja, ich kann mir vorstellen, warum. In wenigen Momenten habe ich keine Akkuladung mehr und... Metaton, nein! Naja, mir wird es gut gehen. Mach sie fertig, Schnucki. Und noch einmal danke an alle. Ihr wart ein wunderbares Publikum. Nein, Metaton! Oh, hallo. Ich konnte das Schloss öffnen. Seid ihr beiden? Jetzt gibt es aber ein paar Erklärungen, Dr. Elfit. Oh mein Gott. Metaton! Metaton, bist du... Lass gut sein. Er ist... Sein Akku ist leer. Billiges Apple-Produkt. Gott sei Dank, es ist nur der Akku. Oh, na gut. Metaton, wenn ich dich verloren hätte, ich hätte... Hey, ist doch kein Problem, oder? Er ist mein Roboter. Wenn ich versagt hätte, könnte ich immer noch einen neuen bauen. Warum gehst du nicht weiter? Oh, fühlst du etwa doch etwas für dein kleines Baby? Ich brauche nur einen Augenblick. Natürlich, nimm dir alle Zeit der Welt. Er hat keinen Akku mehr. Er hat seinen letzten Akkuhauch ausgeatmet. Nein! Und ich komme nicht raus. Warum komme ich nicht raus? Ich wollte noch in den Aufzug schauen. Naja, das habe ich wohl verkackt. Wow, keine Musik. Der Verlust ist einfach zu groß. Aber echt schade, Metaton, mein Gott, ich dachte irgendwas... Mann, Metaton, so musste es nicht enden. Tut mir leid. Gehen wir weiter. Möchtest du mir nicht etwas gestehen? Vielleicht, Dr. Elfis? Meine Nase berührt deine Nase. Das ist die perfekte Zeit, um ein Geständnis abzuliefern. Ich punkte lieber. Du wirst also bald Eskor treffen, richtig? Du musst ziemlich aufgeregt sein, nicht wahr? Jetzt nach alledem, was ich über ihn gehört habe, schon, ja. Ziemlich. Ich bin gespannt, ob er jetzt ein Tyrann ist oder ein flauschiger Flauschball. Du wirst endlich nach Hause gehen können. Das werde ich. Da ist der Aufzug. Nee. Ja, ich werde euch alle vermissen, bestimmt. Warte. Oh, sei nicht traurig. Ich meine, man kann dir ja nicht böse sein, irgendwie, dass sie den Metaton so ein bisschen benutzt hat, um Anerkennung für sich zu gewinnen. Also ich kann dir nicht böse sein. Also, sie hat uns ja letzten Endes nie wirklich in Gefahr gebracht. Also eigentlich schon, ich meine, es waren überall Bomben und Flammenwände und sowas, aber sie hatte ja stets die Kontrolle, also ja. Ich wollte nur, Tschüss sagen und... Punkte, Overload. Ich halte das nicht mehr aus. Sieht ein bisschen aus wie Lisa Simpson, fällt mir gerade auf. Falscher Zeitpunkt, sorry. Ich habe dich angelogen.
Eine menschliche Seele ist alleine nicht stark genug für die Barriere. Aber was braucht man dann? Man braucht mindestens eine Menschenseele und eine Monsterseele. Oh. Okay. Wenn du nach Hause möchtest, musst du seine Seele nehmen. Von Escor und Escor töten. Oder irgendein anderes Monster. Tut mir leid. Na, dann hoffe ich, dass der Escor ein richtig übler Typ ist, damit ich mich dabei nicht schlecht fühle. Bestimmt ist er jetzt der netteste Mensch auf dem Planeten. Im Universum. Und ich muss ihn töten. Könnt ihr nicht einfach irgend so ein, ich weiß nicht, so ein richtig übles, mieses Mistvieh töten? Flowey oder so? Das wird doch niemandem schaden. Und dann hätte ich auch eine Monsterseele. Und wow, ist das ein langer Aufzug. Also jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt.